Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute machen wir Karamellbonbons und dafür brauchen wir diese Dinge. Wir brauchen 500 Gramm Zucker, 400 Milliliter Sahne, 150 Gramm Butter und etwas Alufolie, denn schließlich wollen wir die Bonbons nachher auch schön verpacken, so wie dieses hier. Wir fangen als allererstes am Herd an, legen unsere Zutaten zurecht und nehmen uns eine Pfanne. Dann brauchen wir als allererstes die Butter. Die schmelzen wir bei mittlerer Hitze in der Pfanne, bis sie schön heiß ist, und nehmen dann den Zucker. Und nun streuen wir den Zucker in die heiße Butter hinein. Ihr seht das hier im Video. Alles schön mit dazugeben und den Pfannenwender dann benutzen, um das Ganze gut durchzurühren. Und noch mehr Zucker, bis das Ganze hier genau so eine schöne, gelbe, buttrige Zuckermasse ergibt. Und wenn wir dann alles gut durchgerührt haben, dann stellen wir den Herd etwas runter, nämlich auf geringe Stufe, Stufe 2 oder bei geringeren Stufen, Stufe 1. Dann können wir nämlich die Sahne hinzugießen. Und das wird jetzt dazugegeben. So, und dann wird alles gut vermengt, dass sich das Ganze gut vermischt und bei mittlerer Hitze weiter kochen oder köcheln lassen. 1 bis 2 Stunden, eben so lange, bis sich die Flüssigkeit so weit verdampft hat und sich eine klebrige, geschmeidige Masse gebildet hat. Ihr werdet das schon erkennen, wenn das so richtig schön, ja, bonboncremig geworden ist, dann ist es fertig. Zwischendurch immer mal wieder umrühren. Wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr zwischendurch ein Blech vorbereiten, macht darauf etwas Backpapier, damit euch die Bonbonmasse nicht anbackt, und darauf gießt ihr die Masse nun aus der Pfanne drauf. Und hier seht ihr auch, wie die Farbe dann ist von den Bonbons, und so sieht es aus, wenn es kalt geworden ist. Das lasst ihr dann ein bisschen stehen, bis es alles schön fest geworden ist, und nehmt dann ein Messer oder wir haben hier einen Pizzaroller genommen und macht daraus schöne Stückchen. Die könnt ihr dann in kleine Alufolie-Schnipsel verpacken, schön einwickeln, die Enden schön rumzwiebeln. Dann sieht das aus wie ein Bonbon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Video, ihr macht es nach. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wenn ihr uns treffen oder mit uns sprechen wollt, unten in der Videobeschreibung sind unsere Kontaktdaten. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Bis bald und tschüss!